aus Porsche versteht man erst dann, wenn man selber einen gefahren hat. Der Klang des 6-Zylinder-Boxermotors ist unverwechselbar. Schon beim Einstiegsmodell, dem neuen Cayman, ist das Fahrwerk sehr gut abgestimmt. Und was der Porsche Cayman sonst noch zu bieten hat, das erfahren wir im ADAC Autotest. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. Der 6-Zylinder-Boxermotor mit 2,7 Litern Hubraum ist in der Fahrzeugmitte des Cayman untergebracht. Er liefert eine ordentliche Leistung von 275 PS und ein maximales Drehmoment von 290 Newtonmetern. Schon auf den ersten Blick ist der neue Cayman als echter Porsche erkennbar. Hier ist man also kein Risiko eingegangen. Neu sind die übereinander angeordneten Doppelscheinwerfer. Und am Heck der dezente Spoiler, der direkt in die Rückleuchten mündet. Plötzliche Ausweichmanöver mit 90 km/h scheut der Cayman nicht. Eher scheint er zu fragen, war's das schon? Die Bremsen sind ausgezeichnet und bringen den Wagen in nur 33 Metern von 100 km/h zum Stehen. 0 auf 100 km/h schafft er in 5,7 Sekunden. Drei Rundinstrumente versorgen den Fahrer des Cayman mit den wichtigsten Informationen. Der Innenraum ist mit vielen Knöpfen gespickt und Porsche-typisch gestaltet. Die beiden Sitzplätze passen wie angegossen, sogar großen Personen. Viel Stauraum darf man sich von den beiden Kofferräumen vorne und hinten aber nicht erwarten. 64 Liter fasst der Tank des Cayman. Bei ruhiger Fahrweise kommt man damit über 700 Kilometer weit. Im Eco-Test haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 8,4 Liter Super Plus gemessen. Mit einer CO2-Bilanz von 233 Gramm pro Kilometer ergibt das 3 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Der neue Porsche Cayman erweist sich im ADAC Autotest als gelungener Sportwagen mit guter Alltagstauglichkeit. Die Preisliste beginnt bei 51.400 Euro. Das sind 40.000 Euro weniger als beim Porsche 911, dem man gehörig Konkurrenz machen dürfte. Die Gesamtnote im ADAC Autotest 2,4.